Die Liebe für die Arbeit mit Holz wurde Detlef Krüger quasi in die Wiege gelegt. Für ihn gab es nur einen beruflichen Weg. Die Tischlerei wurde von meinem Vater vor 60 Jahren hier gegründet in Alfeld. Ich war als Kind auch schon immer mit in der Werkstatt tätig. Hab, glaube ich, mit 4 Jahren meine erste Hobelbank zu Weihnachten geschenkt bekommen. Entsprechend über die Weihnachtstage das Wohnzimmer mit Spänen gefüllt. Und so war es dann auch relativ naheliegend oder für mich immer klar, dass ich auch Tischler werde. Heute leitet der Tischlermeister und Innenarchitekt die Tischlerei Krüger zusammen mit seinem Sohn Benedikt. Von Küchen bis zum Fußbodenbelag bietet die Tischlerei aus Alfeld hochwertige Lösungen aus einer Hand an. Dabei nehmen sie auch ambitionierte Projekte wie den Ausbau von Villen oder Luxuslofts an und setzen auf moderne Technik. Wir haben seit 1995 CNC-Technik bei uns im Haus. Zunächst hatten wir eine Maschine, die ist in Teilbereichen auch im Zweischichtsystem gelaufen. Wir waren dann irgendwo an der Grenze von der Kapazität und es kam neue Technik, die sogenannte Nesting-Technik. Das war für uns ein sehr spannendes Verfahren, weil wir doch sehr viele Korben fertigen für die Küchen, die wir bauen. Und da ist die Nesting-Maschine schon sehr hilfreich und ebenso zur Entlastung der anderen CNC-Maschine. Die Krügers geben nicht nur bei Kundenprojekten vollen Einsatz. Das Bürogebäude der Tischlerei hat Detlef Krüger selbst geplant und designt. Dafür erhielt die Tischlerei Krüger 2018 beim Wettbewerb Holzbaupreis Niedersachsen den Sonderpreis für Baukultur. Da könnte man doch meinen, dass die Geschäftsführer das Büro gar nicht mehr verlassen. Ich sitze meistens im Auto. Das ist zwangsläufig so, weil für 15 Mitarbeiter entsprechend Aufträge anholen, da muss man schon ein bisschen unterwegs sein. Ansonsten bin ich aber auch gern hier im Zentrum des Büros. Deswegen ist mein Schreibtisch auch mittendrin. Wir haben keine abgeschlossenen Büroräume. Das ist also auch so ein Gedanke von mir gewesen, dass wir uns auf kurzem Dienstweg verständigen können. Detlef Krügers Sohn Benedikt ist seit über 4 Jahren Geschäftsführer an der Seite seines Vaters. Auch für ihn spielt ganzheitliches Design eine wichtige Rolle. Am liebsten arbeite ich in, sagen wir mal, Einzelwohnhäusern, wo man das Gesamtprojekt machen kann, wo man auch alles aus einer Hand hat, sagen wir mal Fußboden, Küche, Treppe, alles aus einer Hand, dass es nicht so ein Kuddelmuddel ist, sondern einheitlich und schön das Ganze. Die Vater-Sohn-Konstellation funktioniert gut, kann sich jedoch auch schnell auf das Privatleben auswirken. Man freut sich, dass man das weitergeben kann, dass der Betrieb weitergeht. Auf der anderen Seite ist man als Vater und Sohn, so war es bei mir mit meinem Vater und so ist es mit meinem Sohn natürlich auch, 8 bis 10 Stunden am Tag zusammen. Und da muss man schon höllisch aufpassen, dass die Gespräche am Abend oder am Wochenende dann nicht weiter sich um den Betrieb drehen, sondern dass man da dann die privaten Themen anschneidet und Freude mit den Enkelkindern hat. Das ist nicht immer ganz einfach, gerade das Vater-Sohn-Verhältnis ist ja dann, wenn es mal zu Konflikten kommt, dass man nicht irgendwie trotzig reagiert, wie man es als Kind machen würde oder so. Das muss man schon irgendwie professioneller bearbeiten, als wenn man das zu Hause macht, weil einem irgendwas verboten wurde oder so. Also ist nicht immer ganz einfach, aber es macht auch Spaß. Die Tischlerei Krüger wird von der 3. Generation weitergeführt. Mit der gleichen Liebe zum Holz, die schon Großvater und Vater hatten. Und einem großen Gespür für Design und Individualität, damit auch in den nächsten 60 Jahren alle Kundenwünsche erfüllt werden.